Alter, was geht ab, Junge? Sportlich, stark, muskelbepackt. Hello, people! Wir haben schon ewig lang keinen Teste-Dich mehr gemacht. Und für die, die mich schon länger abonniert haben und die mir schon länger folgen, ich mache eigentlich des Öfteren so Teste-Dich-Quizzes, weil ich finde die ziemlich logisch und sehr schlau und alles, was dabei rauskommt, stimmt eigentlich immer nicht. Deswegen liebe ich sie so sehr und deswegen mache ich sie ganz gerne einfach aus purer Dummheit. Ich weiß nicht, don't ask me why. Und ich dachte mir so, ihr wünscht euch immer wieder ein bisschen mehr LGBT-Content, sprich Content zu meinem Schwulsein. Und ich dachte mir so, hey, dann machen wir doch mal einen Teste-Dich-Quiz und verbinden das Ganze mit dem Schwulsein. Deswegen machen wir heute mal den Test, wie schwul bin ich? Und ich weiß nicht, wie schwul ich bin, vielleicht bin ich auch einfach nur hetero, I don't know. Ich würde sagen, wir testen heute mal ganz simpel aus, wie schwul ich eigentlich bin mit diesem Teste-Dich-Quiz, das überhaupt nicht, ja, falsch liegen kann, ne, eigentlich. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr geantwortet hättet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn ich habe von vielen schon gehört, dass meine Videos einfach nicht mehr angezeigt werden in der Abo-Box. Also einfach Glocke aktivieren, kein Video mehr verpassen, sehen wir uns vielleicht auch öfter. Und ich würde sagen, wir legen los mit, wie schwul bin ich wirklich? Frage 1. Du hast Sport in der Schule und ihr müsst Hürden rennen. Wie denkst du darüber? Ich fand Schulsport schon immer scheiße, Leute. Ich fand es wirklich immer schlimm. Ich weiß, Sport nicht mag. Ich meine, ich gehe ins Fitnessstudio und mache Sport, so ist nicht. Aber Schulsport, Sportlehrer da draußen, bitte verbietet den Schülern Schulsport. Schlimmste ist überhaupt Fußball für mich. Fußball war das Schlimmste überhaupt für mich. Schreibt bitte mal in die Kommentare, ob Fußball genauso schlimm fandet wie ich in der Schule. Ging gar nicht klar. Ich werde sterben, elendig. Wie soll ich darüber schon denken? Ich bin in allem gut. Basta. Das bin ich. Naja, solange ich die Beine hochkriege, passiert schon nichts, oder? Oh Gott, ich werde mich so blamieren. Bestimmt falle ich hin. Heul. Das bin ich. Das bin sowas von ich. Fuck, Alter, hier sind so viele Menschen. Was ist, wenn ich mich jetzt blamiere oder so? Das bin sowas von ich. Das bin ich. Wie sieht dein Traumtyp aus? Ich habe meinen ja schon gefunden, aber ich beantworte trotzdem mal die Frage jetzt. Klein und jung, helle Haare und er wird schnell rot. Und schwach, damit ich mit ihm machen kann, was ich will. Alter, was für ein pädophiler Sack, Alter. Damit ich mit ihm machen kann, was ich will. Okay, normal. Etwas größer als ich. Piercings, vielleicht auch Tattoos, schwarze Klamotten, so wie ich. Ja, ich habe Piercings, Tattoos und schwarze Klamotten. Okay, Tattoo habe ich wirklich, aber okay. Oh, groß und stark, dunkle Haare, vielleicht auch gefärbt, rot vielleicht. Rot. Weiß nicht, also, am ehesten finde ich jetzt, passt jetzt hier normal, ehrlich gesagt, also. Das war jetzt ein bisschen pedo oder so irgendwie. Und wie tickt dein Freund? Er ist einer von denen, die viel nachdenken. Achso, warte mal, ich bin ja schon schwul. Ich will nur wissen, wie schwul ich bin, ne? Ich dachte gerade schon, hä, muss ich nicht wissen. Okay, egal, los, weiter. Er ist einer von denen, die viel nachdenken über sich und ihr Leben. Er ist definitiv besitzergreifend, aber auch sanft und nett. Herzchen. Normal. Er ist sehr schüchtern und tut immer, was ich ihm sage. Oh, das... Nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie tickt mein Traumboy? Hätte ich jetzt keinen schon. Ich würde sagen, besitzergreifend, sanft und nett. Braucht keinen, der sagt, okay, juckt mich nicht, ob du hier bist oder nicht. Mein Traumboy wäre oder ist schon einer, der sagt, okay, du gehörst mir. Aber er ist doch sanft und nett, das ist schon wichtig. Wie reagierst du, wenn dein Schwarm dich küsst? Ich erwidere. Oder versuche es zumindest. Ich werde knallrot, ist stahlrot und schäme mich total, obwohl ich nicht mal genau weiß, wieso. Also erstens, ich habe keinen Schwarm. Ich bin der Schwarm. hängt davon ab, wo ich bin, glaube ich. Ich würde sagen, ich erwidere. I like kissing. Deine Lieblingsfarbe? Rot oder so? Irgendwas Feuriges und Heißes? Lila, Pink oder Gelb? Auf jeden Fall was Helles und Freundliches. Blau oder Braun? Schwarz. Blau. Sie. Schreibe die selbst in drei Worten. Kuschelsucht, die Emo, Schokofreak. Klein. Leider. Schüchtern. Leider. Anhänglich. Ohne leider. Männlich. Sexy. Groß. Bin ich durchschnittlich? I don't know actually, ich bin nicht klein. Haha, ich bin normal. Deine Hobbys? Kreativ sein. Sex. Was ist das für ein Quiz, Alter? Richtig direkt. I don't like it. Kreativ sein. Sex. Kuscheln. Auch ganz gern nach dem Sex. Alter, was geht ab hier ohne Witz? Too much information, people. Too much information. TV und Musik hören. Lesen, zeichnen, spazieren. Immer auf Trab. Entweder Sportparty oder bei Freunden. Boah, ich bin schon immer auf Trab. Also ich habe jetzt keine ruhige Minute so in meinem Leben. Okay, Trab. Wie beschreiben deine Freunde dich? Als Mädchen. Nein. Die sagen, ich sei langweilig. Nein. Entweder mache ich ihnen Angst oder sie mir. Nein. Ich bin cool. Draufgängerisch, mutig, sexy, geil. Sportlich, stark, muskelbepackt. Laber, laber. Ich bin laber, laber. Das passt alles nicht zusammen, mein Gott. Ja, vielleicht eher als Mädchen noch, weil ich kann schon sehr weiblich sein, wenn ich sein will. Actually. Was hast du am meisten an... Was hast du? Ah ja, was hast du am meisten an der Menschheit? Rechtschreibung, Anflick, Rassismus, Krieg, Homophobie und so weiter. Die reichen Schnöse. Ich sag Rassismus, come on, wir gehen mit Homophobie. Zu guter Letzt. Alter, deine Rolle beim Sex, Alter, was ist für ein Quiz? Ich bin eher der, der den weiblichen Part übernimmt. Hä? Das bin so ich. Hä? Wie Rolle beim Sex? Ich tue das, was andere Typen auch tun. Schwul hin oder her. Ich bin in allem gut. Hä? Mal zusammengefasst, es gibt nur die Passivantwort, es gibt keine Aktivantwort. Okay, bye. Ich glaube, das Quiz hat ein sehr schwuler Typ erstellt. Just saying. Ich weiß es nicht. Ich gehe mit hä, das bin so ich. Hä? Auswertung. Wie schwul du bist, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, wir gucken jetzt, wie schwul ich wirklich bin. Ich weiß nämlich selber nicht. Ich würde schon sagen, dass ich sehr schwul... Also, ich weiß es nicht. Real talk mal, ich habe jetzt... Ich finde Mädchen sehr schön. Ich finde Mädchen teilweise sehr, sehr schön, aber nicht auf sexuelle Weise. Also ich bin schon am richtigen Ufer, sag ich mal. Aber ich finde Mädchen sehr schön so und hübsch und es gibt geile Mädchen daraus, geile Weiber.
Nicht auf sexuelle Weise. Also wenn ich jetzt eine Frau küssen würde, würde ich dabei nichts fühlen, glaube ich. Auswertung! Zu 40% sind sie der Normalo. Mehr gibt's nicht wirklich zu sagen. Are you kidding me? Nicht besonders helle, aber auch nicht besonders dumm. Fuck you! Nach Abitur, okay. Don't judge me. Nicht klein, aber auch nicht groß. Ist eigentlich alles egal, solange es ungefährlich für dich ist. Und hättest an sich auch keine Probleme, mit einem Freund zu finden. Würdest du dich nur mehr für ihn interessieren? Das ist wirklich gemein. Fuck you, Quiz. Ohne Witz. Nee, ich geh jetzt. Das ist, nee, das finde ich nicht okay, Leute. Nein. Just no.